Und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Yoshi's Island. Teil 8 oder was wir haben? Keine Ahnung. 4.3, 3, 2, 1, hopp. Viele, viele, viele Zahlen auf der Reise. Super. Ah, die Luftballonwelt ist das. Wie geil ist das denn? Ich hasse diese Welt. Jetzt haben wir ein ziemliches Problem, weil noch keine Luftballone aufgekommen. So wurscht, so macht es das Ganze schon interessanter und gefährlicher. Wir arbeiten uns nach oben. Und wir müssen um. Ups! Daisy! Was ist mit den Roten eigentlich? Ah! Oh je, meine. Also im Bane-Level wird es nie schaffen, alle roten Münzen zu kriegen, glaube ich. Und Blumen und andere Sachen. Deswegen probieren wir das auch gar nicht. Ah, jetzt wird das Ganze interessant! Haha! Was? Nein! Haha, man konnte nämlich essen, haha! Ja, sag ich ja, ich werde es nie schaffen, dass ich da... Keine Penner da! Ich hasse diese Blumen! Hab ich das schon einmal erwähnt, dass ich die Blumen hasse? Das scheißt man normalerweise, aber gut, wenn wir schon da sind. Diese Blume macht komische Geräusche. Ich hasse. Ich bin der Herr des Hasses. Und ich hasse diese Blumen. Ich bin der Hass. Hassen. Wer kennt das Lied? Natürlich, es ist... Deutsch-österreichische Freundschaft mit Kodo. Das kennt ihr sicher, oder? Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt und bring den Luftballon mit. Den grob gepixelten Luftballon, auf dem wir reiten. Da hat doch mal jetzt abgecasht, hä? Aha, die Eier sind wirklich da um. Also, wir haben nichts mehr zum Schießen, gell? Und jetzt? Oh, eben nicht, da werden wir aber ziemlich. Ah, das ist schon. Das ist schon das Ziel. Ja, zum Glück haben wir drei Leben gekriegt, weil es ist jetzt schon ziemlich knapp geworden an unserem Leben. Nämlich überhaupt nicht. Das 76 Punkte für das Level gar nicht schlecht, sag ich jetzt mal. Und der Bonusspiel, oh Gott, das ist... Wuppi!
Wir nehmen die goldene Mitte. Brigitte. Die goldene Mitte ist eine Niete. Aber ich habe nur 200 Öffle. Yay! Kann man da nicht aufhören? Nein, gell? Yay! Zwar! Cool! Nur das, dass ich gar nicht cheatert habe, nicht schlecht. Ich hab jetzt schon auf einen coolen Gegner gefreut, aber nein, es ist nur Big Buschel. Ihr werdet mich nicht... Ah, das ist das da, genau! Je schneller wir sind, desto schneller ist er, glaube ich, oder? Alter, du musst ganz schön Gas geben. Es könnte... Was? Nein! Komm! Wann kommt man? Er kommt nicht! Doch! Ruhe los! Aber als alter Jump'n'Run-Profi... Na, wie kann man da von der gleichen... gleiche Stelle zweimal failen? Okay, was war das? Komm! Ah, wie heißt das eigentlich? Kettenhund, oder? Das ist der Kettenhund von Super Mario. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo der zum ersten Mal vorkommen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, tschüss. Oh, und jetzt die Träne. So lieb. Ja. Wo ist der Kettenhund? Das erste Mal vorkommen, ich hab keine Ahnung. Eigentlich ist es ja ziemlich egal, muss ich sagen, gell? Ah, zum Glück gibt's da... Gibt's da nicht in der Freizeit? Nein. Aber da fällt wahrscheinlich, oder? Nicht einmal. Mein Hirn lässt nach. Na, ich hasse dieses... Also ich hasse... Ich hasse dieses Schloss. Das ist richtig fad. Man muss da vier Räume bestehen. Boah, aber... Wir können da einen Rekord aufstellen. Ha! Headshot. Hey, du bist lieb. Hey. Sind das so eine Schleimdinger? Die was von der Decke kommen und einen Helm aufhaben? Und ist er jetzt rot geworden im Gesicht? Komm her. Okay. Ich mache in diesem Level Gebrauch von exzessiven Safe States, weil ich einfach dieses Dings nicht mag. Also ich hätte schwören können, dass es alles vier rote Münzen gewesen waren. What the f... Okay. Ich käme nicht mehr aus, aber jetzt ist natürlich die Frage, links oder rechts? Und deswegen machen wir exzessiven Safe State Verbrauch. Gebrauch. Unfair, wie man sagen. Aber das hat ja nicht... Ja, bist du gemacht! Also, ich weiß schon wieder, wir brauchen da Schlüssel! Genau! So, das war das Erste. Jawohl! So, Nummer 3. Ah, ich hasse das Level. Ich hasse es. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Keine Ahnung. Ein persönliches Unbehagen ist. Ich finde den Sound so lieb. Hey! Das ist ja cool.
Ich kann mich gar nicht mehr an das erinnern, aber das erinnert mich ein bisschen mehr als das Asteroids. Wo man die ganzen Dinger... Penner! Alles noch Penner! Ich brauch keine Sterne, ich brauch Eier! Ich finde das lieb, den Sound übrigens. So, was machen wir jetzt? Da oben ist ja wahrscheinlich ein... Ah, gut. Der schießen kann auch eine Kugel aus dem Mund. Was haben die geißen, ist die Frage. Okay. Ich würde schon fragen, ich habe keine Ahnung, wie ich einmal wo hin muss. Aber schon langsam macht das Sinn. Dim, dim. Da kriegt man sau viel Oberluft, wenn man auf was aufhupft und dann flattern geht. Da kommt man sau hoch. Flattern. Ihr wisst sicher, was ich meine mit flattern. Das heißt, ja, unendlich, kann ich dann unendlich abschießen für Leben oder was? Anscheinend, ne? Fuck! Ich hasse... Ja. Eigentlich... man kann den verkehrt ausspucken, ja cool. Eigentlich müsst ihr euch ja fragen, was habe ich eigentlich made in dem Spiel? Und es gibt nicht viel, was ich nicht habe in dem Spiel eigentlich. Es bleibt dann nicht viel übrig. Muss ich jetzt auf? Na, gell? Ich muss wahrscheinlich da rein. Wenn das jetzt wieder falsch ist. Aber das schaut nicht so falsch aus. Na! Sechs, genau deswegen hasse ich den Welt. Verpiss dich! Drauf, muss ich noch drauf hupfen auf den Penner? Also... Na! Ja, Yoshi's Island. Es ist eines der besten Jump'n'Runs, aber nicht weil es so leicht ist, sondern weil es so viel unverzeihliche Fehler nicht... oder Fehler nicht verzeiht. So. Hier gehen wir nicht hinein. Wir hüpfen hinauf. Was? Ah, alles klar. Ich hab das Spiel komplett versammelt. Ich muss da durch. Und wir haben da einen zweiten Schlüssel gekriegt. Das heißt, wir hätten uns den ganzen Weg ersparen können. Rote Münze zum dritten. Alter Schalter! Nein! Ich hasse den 360-Controller zeitweise. So, rechte Seite fertig. Die Lava. Nehmen wir gleich. Die Lava. Apropos Soundtrack, hätte ich gerade auf Reddit gelesen, dass der George Lucas nicht Musik spielen kann. Nein, der John Williams natürlich fängt jetzt gerade an mit der Vertonung von Star Wars Episode 7, die dunkle Bedrohung. Ja, richtig gehört. Ob ein paar klassische Disney-Sounds einbaut? Nein, ich glaube nicht.
die Leute immer haben, warum das gegen Disney. Myra Max kennt glaube ich auch Disney. Und Myra Max bringt zum Beispiel die ganzen Quentin Tarantino Filme aus und quasi Quentin Tarantino gehört Disney. Das sag ich schon alles, oder? Ich finde, das hat gar nichts damit zu tun. Alter Schalt, ich kann nicht Plattformen und spülen gleichzeitig. Yay, wir haben drei Schlüssel. Jump runnen und sprechen ist schwierig. Ich meine, was noch viel schwieriger ist, ist Starcraften und noch mitreden. Das ist noch schwieriger für mich. Aber im Gegensatz zu Resident Evil ist das. Also Resident Evil mitreden und spielen. Also noch einmal, was haben wir stehen bleiben? Also Resident Evil, was jetzt gerade das Remake spielt, das finde ich zum Beispiel voll leicht zum Mitreden. Weil das so recht entspannt ist. Aber beim Jump'n'Run muss man sich. Also das ist zeitbegrenzt. Verpiss dich. Habe ich schon einmal erwähnt, dass ich das Level hasse? Kann da nicht der Schlüssel drinnen sein? Aber nein, Steinchen, wir wollen es dir doch so schwer wie möglich machen. Man kann sogar einen Blumentopf verdauen. Ich wollte nur sagen, hey, das wird jetzt interessant. Yay, wir haben so viel Schlüssel. So, wo muss ich jetzt noch hin? Oben, gell? Na, das war's. Wir haben fertig. Sehr schön. Das bringt sie eigentlich überhaupt nicht, dass ich noch Münzen werde, aber gut, wurscht. Ah, Sternchen. Ich spreche schon sehr viel Blödsinn. Ich hasse Disney. Alter Schalter, das ist das Video des Hasses. Man merkt vielleicht, dass ich gerade vom Arbeiten heimkomme und es ist schon Abend, finster draußen. Das liegt am Winter. Alter, du fährst im Finstern fort arbeiten, du kommst heim im Finstern von der Arbeit. Nicht sehr... nicht sehr motivierend, muss ich sagen. Und dementsprechend bin ich ausgelaugt und müde und jetzt immer Let's Play auch noch und extra für euch, damit ihr Nachschubt. Damit ihr Nachschub habt. Und nicht bis Freitag warten müsst, wenn die Zeit hätte für das Let's Play. Na. Ach du meine Güte, wie schlecht! Na, Let's Plays zwingen lasse ich mich nicht zu Let's Plays, also ich spiele das schon freiwillig. Warum ist die Frage? So leicht geht's. Nee. Ja, was vielleicht auch noch dazu beiträgt, dass ich ein bisschen unausgeglichen bin, ist... Du kleiner Wicht, Puschel wird dich plattstampfen. Du wirst danach aussehen, als ob du... Oh, als ob dich... Ich kann kein Deutsch. Als ob dich eine Dampfwalze erwischt hätte, hat. Warum ich noch so ausgelaugt bin, heute fahre ich durch den Tunnel und ich fahre jeden Tag durch den Tunnel. Der ist einspurend 8 Kilometer lang. Bleibt nicht einer vor mir stehen und ich stehe im Tunnel.
Dann ist es eine Frau im Tunnel und... Und ich bin natürlich zivil couragiert, ne? Und ich probiere, dass das alles kleiner wird. Ich bin natürlich zivil couragiert und gehe vor und frage, ob ich helfen kann, das Auto in die Bahnenbucht im Tunnel zu schieben. Sag sie, na, das wissen wir nicht, sie wartet auf die Asfinag, also die Autobahn-Instandhaltungs-Dings, damit sie abgeschleppt werden, weil dies ist ein Automatikfahrzeug und sie wird beim Getriebe nichts kaputt machen. Dann sage ich, Schatzhand, bitte schalten Sie auf neutral, ich und Ihr Freund werden Sie in die Bahnenbucht schieben, da kann ja nichts passieren bei N normales. Na, das ist ein alter Mercedes und so weiter und so fort, jedenfalls bin ich dann und blitze aus seinem Arsch. Jedenfalls bin ich dann wieder im Auto gesessen, hab eine Viertelstunde gewartet, bis die Tunneldurchsage gesagt hat, ja, sie dürfen überholen. Dann bin ich in die Sperrlinie gefahren und weil der Gegenverkehrstunnel ist, ne, und ja, jedenfalls, Leid gibt's. Aber gut, sie ist abgeschleppt worden, wie ich später im Radio gehört habe. Was ist denn das? 4-5, Rock'n'Roll. Aber diese Musik passt nicht. Was hat die Wolke zu sagen? Dies ist ein Big Chomstein. Der Big Chomstein haben wir schon 10 Mal in dem Spiel gesehen und bis jetzt ist noch keine Erklärung dazu gekommen. In diesem Level ist es ratsam, den Stein so weit wie möglich mitzuholen. Okay, danke. Das ist ein Hinweis, den wir noch nicht so kann. Was? Dann werden wir in Big Chomp Stein so lange mitnehmen, bis wir wirklich nicht mehr brauchen. Na! Ich bin da, Obi. Es tut mir leid. Das war jetzt kein guter Safe State. Ihr müsst euch das jetzt noch einmal anschauen. Jetzt verhauen wir natürlich unser Score auch noch, geil. Aber das ist es mir wert. Ich... Und... schon wieder ein Blitz aus seinem Hintern. Wunderbar, so gut. Wunderbar, besonders wenn man Bohnen gegessen hat vorher. Weil ich fang schon wieder zu Weisheiten an abgeben, gell, in dem Spiel. Nicht gut, nicht gut. Okay, Rock'n'Roll. Erinnert's mir, dass immer Quicksave. Wenn ein Level beginnt zumindest. Rock'n'Roll! Okay, da nehmen wir nochmal mit, dann können wir da drüber hüpfen, da kommt der Koopa. Okay, da geht es noch, gell? Schön langsam und behutsam. Stopp! Nein, ich will das jetzt schaffen. Es hilft nichts. Ich will das jetzt wirklich schaffen. Ist das nicht cool? Ich hab den Shortcut noch nie gekriegt. Okay, da kann man eh nichts machen, ne? Ach, das Stammverdacke mit einem Analogstick machen und mit einem Digipad ist schon... Schaut sich... Zuerst... Wir sind super, wir werden den bis zum Ende mitnehmen und dann kriegen wir nichts wahrscheinlich dafür. Aber jetzt, wo ich mit Safe States die Chance habe... Was ich da schnell drüber ist die Frage. Ich glaub fast. Yep.
Aber da geht's nicht weiter. Aber die Feinde, der Feind explodiert, wenn er auf den Stein fällt. Das ist ja super. Au, oh, mein Gehirn. Für was ist denn das da eigentlich gut? Da komme ich nicht einmal rein. Für gar nichts. Headshot! Vollgas! Und wir haben schon wieder die Hälfte vom Level, gell, so wie es ausschaut. Die Hintergrundgrafik ist ja bezaubernd. Abendrot. Bäume. Ja. So. Wenn da jetzt der Star weg ist. Ist mir da passt. Komm. Wims! Der ist Physik für ihre Zeiten. Den hat man ja gar nicht gesehen, so gut, wo der einbaut, ne? Ja, ich kann ja da über reingehen, aber ich komme nicht einmal den Stein mehr nach. So, das war's, Stein, tschüss. Hat sich nicht wirklich ausgezahlt, die mitzunehmen, aber gut, bitte. Aber wir sind wenigstens durch mit einer glorreichen Blume. Ziel, yay! Das ist übrigens der gleiche Sound, was die Mäuse in dem Spiel machen, das Punkte zusammenzählen. 4. Wie viele Welten gibt's? 8, oder? 4? 4, 5, 6? Oder 6 sind wir? Ich kann mich erinnern. Anscheinend nur 6 Karteikarten, ne? 4, 6. Krabbenküste. Das war so aufgeregt, dass da die Musik kommt. Das nächste Mal beim nächsten Level. Wie die Arbeit am Roten, was für Musik kommt, okay? Was ist das? Eine Insel. Ja, brauner Yoshi haben wir übrigens. Ich mag braune Yoshis. Mir kann nichts passieren, hab's gesehen. So macht man das, like a pro. Zwei rote Münzen. Ich scheiß auf das Haus. Das hat's mir nicht besser. Das ist ja nur so ein Bonusspiel. Spuck die Melone auf den Gegner. Haus. Das brauchen wir nicht. Also, ich hoffe, da merkt man das, dass ich beim nächsten Level starte Musik mitsumme. Das wird sich in deinem Let's Play Video gar nicht mehr ausgehen, aber dafür nicht. Weil das natürlich jetzt live gleich anschließen werde, merke ich mir das sogar. Komm jetzt wieder.
Der arme Fisch, sein Lebensinhalt besteht darin, da in der Lücke hin und her zu schwimmen und mir Schaden zuzufügen. Die Krabbenküste hat Krabben. Stirb. Ich box nicht. Oft versorge ich den geanfassten Gegner. Nein, ich glaube, ich bin da gut, nicht. Ich glaube, das war nur Glück. Glück, Glück, Glück war das Glück. So, schaut, wie hoch man da flattern kann. Ich flattere durch den ganzen Level voller Gefahren. Ich finde das super. Auf, komm. Auf. Texas? Da hat sich das Steinchen aber leicht gemacht. Jo! Also, leider fällt mir noch ein Namen ein für die Episode. Ich hasse zu viel in diesem Spiel. Dabei ist es eh so super. Achterviertzig jämmerliche Punkte, Brunskogel da angesorgte. Ja, das war's eigentlich wieder mit meinem Let's Play, gell? Gell? Ja, leider muss ich mit so einem Cliffhanger hängen lassen. Nämlich, das ist eine ganz, ganz eine schwierige Welt, die 4 Nummer 7 und die 4 Nummer 8. Wer wird da auf uns warten und vergrößert oder verkleinert werden? Wir werden es das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play in hier, Zungenbrecher Island. Hoppala, falsche Taste. Also danke fürs Reinschauen. Bis nächstes Mal.